Moin Leute, Collas hier, willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run, Part Nummer 27. Es wird immer besser, haben ja noch mal ein paar Millionen gemacht, sind jetzt wieder knapp an 10 Millionen dran. Im Endeffekt Plan ist, hier kurz mal ein bisschen Silber mitnehmen. Den Sauerstoff sagen wir natürlich auch nicht nein. Wenn er uns schon so bereitwillig entgegenkommt. Und dann geht's auf den Frachter. Dann gucken wir einmal, was wir alles hier jetzt mit den Ressourcen anfangen können. Basteln nochmal kurz das Lager ein bisschen zusammen. Und dann geht's ins gesetzlose System rein. Und machen den Korvax nochmal ein bisschen Freude. Das ist auch nochmal Silber, das nehmen wir auch nochmal mit. Ups. Actually siehst du sehr cool aus. Kannst du fliegen? Habe ich was für eine Kreaturenkugel? Nice. Jo, die nächste Kreatur, wo ihr dann einmal schön sagen dürft, wie denn der Name sein soll. Gucken wir uns doch einmal direkt an. Begleiterliste, was hast du denn? Du bist verspielt, du bist aggressiv und du hast Hingabe. Das heißt, er hilft mir im Kampf. Was halt ziemlich nice ist. Und Hingabe ist relativ close dran dabei. Das ist halt auch gut. Der darf auf jeden Fall gleich einmal mitkommen. Der Ussi Ussi, wie er noch heißt. Aua. Was ist das schon wieder? Also irgendwie ist die Silberausbeute nicht so hoch, ne? Ich habe gerade mal 180, das ist quasi nix. Da hätte ich jetzt schon mit ein bisschen mehr gerechnet zumindest. Die Pflanze nehmen wir gleich mit. Dann können wir hier die ganze Zeit boosten. Achso, toll. Das ist das Silber, was da noch war. Na gut. Dann haben wir das erstmal mitgenommen. Dann geht es jetzt auf den Frachter. Da ist er. Da geht es jetzt einmal hin. Da haben wir nämlich die Inframesser-Module. Da wir jetzt zwei zusätzliche Plätze haben, können wir das eventuell nochmal richtig umpositionieren. Dann haben wir auch einen funktionsfähigeren
Inframesser, was sehr, sehr, sehr nice wäre. Können wir eigentlich von hier aus tauschen? Die Frage ist. Wir haben hier ja noch einen turbogeladenen Slot. Ich überlege gerade, ob ich eher aus Schild. Das Schild erstmal ignoriere. Wie viel würde das ausmachen? Das sind wahrscheinlich 8%, ne? Ja. Da werde ich das anders machen. Da werde ich nämlich dann den Inframesser da rein boosten. Machen wir das Ganze so. Es geht leider alles nicht so auf, wie ich das gerne hätte. Ah, mach mal so. Dann passt das schon. Was haben wir denn hier jetzt noch so? Aber nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Haben jetzt hier Schadenspotenzial von 10.000. Ist okayisch, ist nicht so gut wie bei dem anderen, aber ist, glaube ich, fein. Damit sollten wir auf jeden Fall besser klarkommen. Dann können wir jetzt einmal kurz ein bisschen umpositionieren. Beziehungsweise erst einmal schauen. Hier können wir nämlich jetzt einmal zur Nachbesprechung gehen, was der denn so alles mitgebracht hat. Gagnip, Weekend Wildness, paar Units, nichts Weltbewegendes. Okay, dann gucken wir jetzt hier einmal. Wir können ein Handelszentrum bauen. Das machen wir auf jeden Fall direkt da einmal hin. Dann können wir noch, jawohl, können wir Lager bauen. Können wir noch eins bauen? Wir können noch eins bauen. Können wir noch eins bauen? Nein, können wir nicht. Wieder um 2 erweitert, was halt sehr nice ist. Gerade mal gucken, ob es hier zufällig Silber zu kaufen gibt. Leider nein. Okay, dann heißt jetzt einmal kurz reinpositionieren die ganze Gedöns. Ich nehme hier den Lagerbehälter einfach mal, um da die Fleischstücke und so weiter reinzuhauen für den Nährstoffprozessor. Das brauche ich nämlich später auf jeden Fall auch. Die packe ich erstmal nach da unten. Silikatpulver kann ich auch erstmal reinpacken. Das haben wir hier, kann man auch stacken. Silber packen wir auch rein. Die können wir eigentlich auch erstmal sammeln. Dann sieht das hier soweit schon mal wieder gut aus. Dann müssen wir jetzt noch das Raumschiff einmal umräumen.
Dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge an Ressourcen, die wir wunderschön positionieren können, beziehungsweise gebrauchen können. Moment, wo ist es da? Vor allem den Kupfer braucht man ja vergleichsweise häufig. Von daher ist es gut, wenn man das mal mitnehmen kann. Ammoniak haben wir auch. Aber das hilft uns jetzt eine ganze Menge halt mit dem Frachter. Vor allen Dingen dann können wir auch auf Fregatten dann bald mal gehen. Und uns da eine schöne Flotte basteln. Haben wir noch was hier? Jawohl. Aufräumen muss leider halt auch bei den Inventarslots sein, sonst nimmt das hier irgendwann Ausmaße an, die nicht okay sind. Die ganzen Wächtersachen hau ich da mal rein. Dann haben wir die auch zusammen. So, sind wir jetzt auch fast fertig. Mordit, ja, kann ich da noch zwischenquetschen. Natrium habe ich, glaube ich, da noch drin. Das lasse ich da, das lasse ich da. Das kann ich auf den Frachter packen. Da können wir. Ah, packe ich das erstmal da noch mit rein. Das muss dann auch nochmal umpositioniert werden. Kabelbaum. Passt. Das passt. Und Phosphor nur noch. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir das alles erledigt. Dann können wir eigentlich trotzdem sagen, dass wir die Fregatte direkt auf die nächste Mission schicken. Haben wir noch eine Handelsmission? Nö. Dann nehmen wir hier so eine ausgeglichene. Und sagen einmal wieder Tschüss. Und jetzt haben wir auf jeden Fall ein noch kräftigeres Raumschiff. Das heißt, jetzt geht's ab ins gesetzlose System. Ehrlicherweise will ich. So weit. Ist die hier? Achso, nee. Dann war hier ja was. Das würde ich gerne finden. Da oben. Ah, ich habe keinen Treibstoff. Nice. Ah, fuck, ich habe den Treibstoff im Frachter geladen, oder? Ich habe den Treibstoff auf dem Frachter geladen. Muss ich noch mal kurz landen. Ist zum Glück direkt hier, aber ist halt bitter. Zeitverbrauch und so.
Da. Jetzt wieder hoch. Galaxie-Code. Und dann gehen wir da mal zu diesem Koordinaten einmal eben hin. Gucken wir erstmal, was da los ist. Und dann geht's ins gesetzlose System. Also, weil ich würde schon gerne wissen, was das ist. Und wenn das ein vernünftiger Solarsegler ist, irgendwie S-Klasse oder so, wäre das halt auch nice. Markierten Koordinaten erreichen. Okay. 35 Sekunden. Easy. So, wir haben die auf jeden Fall geboostet. Ja, also die X-Module müssen auf jeden Fall noch ein bisschen besser rollen. Da können wir uns dann auch einmal noch mit beschäftigen. Beziehungsweise sonst vielleicht mal ein paar S-Module holen, wenn's. Dann werden wir es hinkriegen. Ah, stimmt, ich habe das leere Ei im Inventar, ne? Ups. Ach, jetzt ist das weg. Nee, warte. Ich möchte erst das da. Stimmt ja, wir haben ja auf der Weltraumanomalie von Red Panda 010 oder so, Grüße gehen raus, ein Lehrerei geschenkt gekriegt. Was sehr nett ist. Welchen lebendes Schiff spielen, ist halt auch eine Option, ne? Okay, was tun wir denn hier? Okay, also in die Richtung. Da unten das? Das. Aber warum ist das so ein Billo-Shuttle? Irgendwas nach unten? Komm. Danke. Oh. Einmal kurz nachladen, Sekunde. Sehr gut.
Ja, haben wir nochmal hier so ein C-Klasse wahrscheinlich, ne? Ja, ist sogar B-Klasse. For free. Ernsthaft? Oh, ist das nervig. Gut, das Gute ist, ich weiß, dass ich da oben war. Natrium nehmen wir mit. Denn ist er. Mein Flieger. Wo müssen wir hin? Achso, ich habe ein Signal im da. Wo denn? Da. So, dann gucken wir mal, was wir hier für einen Treffpunkt haben. For free nochmal ein B-Klasse-Schiff, was wir wieder verticken können, ist auf jeden Fall ganz nett. Zusätzlich haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen was vom dissonanten System. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Zwei, eins, null. Okay. Vielleicht ein bisschen zu früh abgebrochen. Oh, ein verfallener Frachter. Oh. Okay, hier müssen wir dann jetzt aufpassen, dass wir nicht draufgehen. Alter. Ah, du bist fast down. Oh, ich auch. Uiuiui. Da war ich zu greedy. Reparieren.
Wait, hat er mein... Der hat meine Balliste kaputt gemacht. Naja, mittlerweile habe ich ja einen guten Inframesser. Der zerstört die auch. Jetzt einmal kurz hier gucken. Jetzt kann ich die Reparatursets verwenden. Und alles wieder schick. Ich hier noch was raus. Ne, oder? Hier ist anscheinend auch nichts, wo ich landen kann. Leider. Ist es da? Dann boosten wir mal zurück. So, was haben wir hier? Verdächtiges Päckchen mit Technik. Scanner-Modul. Interessant, habe ich aber keinen Slot für. Also aufbewahren. Kristallsulfid kann interessant sein. Lasse ich auf jeden Fall auch erstmal im Inventar. Wäre ich echt fast drauf gegangen, weil ich greedy war, ne? Und das ist nicht gut. Aber man muss halt sagen, Inframesser ist gerade trotzdem, auch wenn die Module noch nicht so top-notch sind, irgendwie ein bisschen unterwältigend. Hatte ich besser in Erinnerung. Hallo. Wieder in die Richtung. Wahrscheinlich beim Gebäude da. Aufpassen, dass ich jetzt hier nicht runter drop und drauf gehe. Gehe ich noch einmal eben kurz hier hin. Hallo. Gibt's hier was? Da gibt's nichts. Da ist wieder geborgene Daten, die nehmen wir auch mit. Und ein paar Naniten. Okay. So, Stimme der Freiheit, was bietest du mir? Hallo, Mr. Krieger. Stärke, irgendwas mit Krieger. Und ist klassisch Scanner-Modul, okay. Dafür kassiere ich gerne einen Schlag. Das ist nice. Das ist sehr nice. So, Einladung annehmen.
Eintrittskarte in die Freiheit. Ah ja. Guck mal. Jetzt ist da oben. Habe ich noch Navigationsdaten? Habe ich noch. Okay, Galaxiekarte heißt es dann wieder. Wenn wir gerade schon hier sind, dann gucken wir doch mal nach ein paar Flotten. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Fregatte inspizieren, danke. Okay, die ist ja ultra schlecht gerollt. Was hast du hier? Unterstützungsfregatte, auch sehr schlecht gerollt. Das wird wahrscheinlich auch eine Unterstützungsfregatte sein. Industrie, okay. Bei 16. Nee, danke. Das ist auch noch nicht gut. Gucken wir einmal kurz eben noch hier. Industrie mit 21. Jo, die nehmen wir. Die nehmen wir. Auf jeden Fall. Ein Handelsspezialist mit 20 Handel. Nehmen wir auch. Können wir uns noch einen leisten? Nö, noch eine können wir uns nicht leisten. Aber haben wir wieder zwei Fregatten, das ist auch gut. Das heißt, Galaxiekarte brauchen wir. Da, Straße in die Freiheit. Da wollen wir hin. Gesetzlose Station, okay. Aber bei den Gag leider, und mit den Gag wollen wir uns nicht anlegen. Ich werde mal gucken, was hier jetzt raus wird. Oh, ein Piratenschlachtschiff. Packe ich das, ist halt die Frage. Das könnte risky sein, ne? Ich glaube, ich try mal kurz. Ich flieg einfach mal rein. Und guck mal. Wenn ich es überlebe, ist gut. Wenn nicht, ist das sehr kacke. Gar nicht mal schlecht aus, ehrlicherweise. Sieht noch soweit gut aus.
darf halt nicht zu viele Shots fressen. Und ich sollte vielleicht jetzt auch erstmal die Antriebe wegmachen. Oh fuck. Ich mache jetzt erstmal den hier weg. Krass, ey, Zyklotron-Balliste ist so immens viel stärker als Inframesser. Aber wie gesagt, ist halt auch schlecht gerollt von Modulen, aber trotzdem. Falscher Gang. Weg damit hier. Oh, und das müsste es jetzt gewesen sein. Sehr gut. S-Klasse Frachtermodul, sehr nice. Blöde ist nur, wir waren zu langsam. Wir hätten vielleicht da erst die Waffen halt ausschalten müssen. Wäre overall besser gewesen, aber alles gut. Aha, interessant. Aber wir haben leider nicht die Units. Na gut. So, wo ist die Raumstation? Da. Ich dachte, wir waren echt vergleichsweise schnell, aber das hat nicht gereicht. Aber ich meine, ein S-Klasse-Modul für einen Frachter ist auf jeden Fall auch schon mal nice. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, dann können wir hier jetzt nochmal Anzug-Upgrade kaufen. Können wir hier einmal gucken, was hat er denn anzubieten? Reparatursets, nice. Nehmen wir. Sind wir einmal jetzt wieder ganz arm. Ist aber fein.
Ein Hauptschiff überfallen können wir auf jeden Fall auch nehmen. Dann können wir hier ein bisschen die Piratenmission mal verfolgen. Nehmen wir auch. Achso. Ah. Ah, da geht immer nur eins von. Ist ja doof. Hast du irgendwas Interessantes? Eher nicht. Jetzt guck mal bei ihm hier noch. So, die Entdeckung können wir auch einmal hochladen und im Inventar. Schauen wir uns das jetzt einmal eben an. Gefahrenschutzmodul. Hyperantrieb. Impulsantrieb, okay. Zyklotron. Und Streublaster, okay. Das heißt, Zyklotron könnte besser sein. Dann nehmen wir das Ding einmal kurz raus. Installieren das Ding. 1% Schaden, 19 Feuerrate, 23 Überhitzung. Ah. Das weg. Das dahin. Wieder einen Tacken besser. Top. Hier drin. C-Klasse. Okay, das ist noch ein Schrotthändler. Was müssen wir noch machen? Immer mit den allen Schotzen hier. Haube der Freiheit. Nice. Können wir das Ding gleich anwenden? Kopf. Helmtyp. Haube der Freiheit. Jo, nehmen wir. Sehr gut. Besucht den Schwarzmarkt-Spediteur. Wo ist er denn? Okay, muss ich die jetzt einfach nur einmal nochmal besuchen, obwohl ich eben da war? Sieht so aus. Okay, wunderbar. Guti, ich würde sagen, das war's einmal für diesen Part. Nächste Runde geht's dann weiter. Bis dann, adios, ciao.